So YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Wir sind auf dem Weg zur Horde-Nacht. Ja, ich habe mal ein bisschen früher gestartet, um 2.34 Uhr, da wir noch ein paar Charakterpunkte zu vergeben haben. Und die wollen wir heute auch vergeben. Ich hatte irgendeine geniale Idee, was gut wäre. Geringer, schneller, Plünderer, vergrabene Schätze. Mehr Rohstoffe mit einem Schraubenschlüssel, Schlagschrauber. Ja gut, haben wir halt noch nicht. Sammlerwerkzeuge verursachen 10% mehr Schaden. Aber ich würde sagen, wir machen Schrottsammler. Oh, einfach, ich glaube, das hatte ich im Alten, das war gar nicht schlecht. Und da habe ich doch irgendwo Punkte raufgegeben, wo ich gesagt habe, dann können wir da beim nächsten Mal raufgehen. Hier müssten wir erstmal 2 investieren, will ich eigentlich noch nicht. Der Jägersmann, eigentlich auch nicht so wichtig. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Könnte hier aber auf Level 5 hochgehen. Oder wir gehen hier zum Beispiel rauf. Mehr Erz finden. Geht hier langsam in Fleisch und Blut höher. Sammeln 40% mehr Erz, Stein, Geländeblöcke und Bäume mit Äxten. Klingt gut, oder? Erhöht den Werkzeugschaden und den Blockschaden. Ketten sinken Erdboden. Ausdauerkosten werden gesenkt. Auch nicht schlecht, nicht? Chefkoch bräuchten wir noch ein bisschen. Oh, oh. Und da geht der Angriff los. Oh, nee. Ist zum Glück nur eine kleine Horde, aber die nervt auch schon genug. Die Mama kann weg. Der da hinten kann weg. Du kannst weg. Du da vorne machst sogar eine Lücke da rein. Das ist nicht gut. Und hallo, Chefknecht. Was geht ab? Die Party geht ab. Sind alle da? Oder waren alle da? Haben wir zum Glück geschafft. Ja, komm noch her. Ja, komm noch. Ja, ich habe kein Problem mit dir. Ah, ja, ja. Gut, dass wir uns überdacht haben. Na, komm noch runter. Trau dich. Das Problem ist, sobald ich rausgehe, wird er uns angreifen. Wenn ich nicht hingucke. Wir werden ihm eine kleine Angriffsfläche bieten. Drei, zwei, eins. Nein, hat nicht gereicht. Drei, zwei, eins. Der ist wie bei Super Mario. Komm noch her. Du bist Moti. Dann willkommen, Moti. Hat er sich zurückgezogen? Okay. Kostet uns zu viel Zeug. Wir essen mal die Suppe. Jetzt wird er uns gleich angreifen. Na? Und egal. Oh. Hä, warum klettert er hoch? Ich bin am Runterklettern, auf einmal klettert er hoch. Zack, zack. Zack. Ja, ja. Na? Ach so, wir sind runtergefallen. Ja, kein Thema. So. Wir müssen Bäume sammeln. Und das hier theoretisch. Ah, ja. Da sind wieder Säcke. Mittendrin, nicht? Oh, shit. Das ist doof, dass man das zerhauen muss, um an die Säcke zu kommen. So, war leider nicht anders möglich. Der
Greift halt erst an, wenn man wirklich null aufpasst. Ist dumm gemacht. So. Und wenn man ihn versucht, im Flug zu treffen, ist das eher Zufall. Na, da war's doch. Aber coole Sachen in den blauen Säcken. Also das war wesentlich besser, als was wir manchmal bekommen haben sonst. Aber die haben echt eine fette Lücke reingerissen hier schon. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen vor allem. Oh Mann. Ich bleib immer an meinen eigenen Spitzen hier hängen. Das ist auch irgendwie blöd gemacht. Ich muss irgendwie so einen Reparaturgang oder sowas drumherum bauen. Das wäre was. Auch hier mit dem Fokussieren. Er baut doch schon. Und auf einmal... Bam, bam, bam. Das ist so. Da kannst du auf jeden Fall nochmal ran. Dass man vielleicht flächig einfach repariert. Das wäre doch ein Skill. Dass man da nicht immer jedes einzelne Ding anhauen muss, nicht wahr? Es gibt halt viele kleine Sachen, die verbesserungswürdig wären, die aber nie verbessert wurden und wahrscheinlich auch nicht mehr verbessert wären. Eventuell machen sie ja einen zweiten Teil. Mal gucken, da bin ich gespannt. So, Tag 18. Wir haben auf jeden Fall gegessen. Ich weiß gar nicht, was dagegen half. Was da wieder hier schon mit Betäubungswiderstand? Auf jeden Fall haben wir Zeitschriften, das ist gut. Da waren ja ordentlich welche drin. Gehirnerschütterung. Nehmen wir das. Von nur trinken wir Wasser. Helfen die? Nö. Wow. Okay, sind die falschen Pillen für das falsche Zeug. Und das können wir noch lernen. Und schon wieder in legendäre Teile. Wow, okay. Und dann würde ich mal sagen, ab zu unserer Baumfarm. Und ihr hattet vielleicht gesehen, ich hatte schon die Treppe ausgewählt. Wir wollen da so einen kleinen Aufgang bauen und dann, damit wir nicht auf dem Boden sind, falls doch irgendwie eine Horde kommt, nicht, dass man nicht auf dem Boden steht. Die sieht man hier halt auch in den Bäumen super, super schwer. Und deswegen ändere ich das immer so ein bisschen, indem ich hier so einen Gang durchbaue. Wir müssen natürlich auf lange Sicht viel, viel mehr Bäume anpflanzen. Ist das schon auf dem Boden? Okay. Wenn er sagt, das ist auf dem Boden, dann ist es wohl auf dem Boden. Oh. Ja, reicht ja. Und jetzt brauchen wir... Ist ja nur, damit wir nicht auf dem Boden sind. Ob die das... Anhacken oder so, das ist mir egal. Solange ich nicht getroffen werde, nicht, ist das alles ausreichend gut. Und ich glaube, wir müssen alle X-Dinger... Wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 5 ist gut. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ist echt lang. 1, 2, 3, 4, 5. Geh hier mal ein Stück runter. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Dann können wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Alle zwei am besten so durchgehen. Hier ist blöd. Oh, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Es muss sogar noch eins weiter nach vorne, nicht? Da macht es mehr Sinn.
Zack. Schon wieder durstig. Okay. Die Tabletten hauen so rein, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay. Ich glaube, so kann ich es erstmal lassen, nicht? Dann können wir hier durchlaufen. Die Bäume auf der Seite weghackseln. Und sind relativ sicher. In die Richtung müssen wir dann auch immer noch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, keine genug Bergbaublöcke, keine genug Baublöcke. Dann stellen wir nochmal 60 her. Das muss auch alles noch ein weiter nach vorne. Geht sogar, sehr gut. Und dann können wir da immer zumindest so ein paar Bäume anpflanzen. Und stehen auf einer sicheren Grundlage. Na, komm, zack. Wir müssen dann immer nur nachpflanzen gehen. Aber wenn jetzt was ankommt, dann müssen die erstmal hochlaufen und wir können einfach runterspringen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Oh, wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr Holz und Co. Und das würde ich jetzt auch erstmal abhacken. Vielleicht immer, sagen wir, bis 10 und dann laufen wir los in die Stadt. Das klingt doch nach einem Plan, an dem wir uns halten können, nicht wahr? Ich meine, wir haben ja noch genug Zeug gesammelt. Das heißt, wir haben genug Samen übrig, die wir durchaus pflanzen könnten. Passt also. Gerade gegen Hundehorden oder sowas war das früher zumindest immer eine gute Möglichkeit. Oh. Schön laut alles. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, was half. Ach, Vitamine brauche ich nicht. Die helfen dagegen. Schlappheit. Das war's. Nicht Tabletten. Naja, gut. Oh. Aber das geht doch jetzt schon wesentlich schneller. Also wir haben jetzt schon 1400, gleich 1500 Holz. Ja. Ich glaube, der Punkt war gut investiert. Aber es ist natürlich eine langwierige Arbeit. Wenn wir eine Axt erstmal haben, eine richtige, da geht es dann rund. Nicht? Mit unserer kleinen Steinaxt
Aber, ja, wir haben noch nicht genug gefunden. Ich habe auch geguckt, wir haben auch noch nicht genug, um eine Schmiede oder sowas herzustellen. Werkbank. Da fehlte uns... Auch irgendwas fehlte uns da. Was ganz wichtig ist. Ich weiß gar nicht mehr. Klebeband einmal und... Ah, mechanische Teile, nicht? Ah, es geht tausendmal schneller. Guck mal, es ist gerade mal 8 und wir haben schon die Menge, die wir eigentlich wollten, nicht wahr? Also kann ich mich nicht beschweren. So kann es bleiben. Ah, ich habe die Werkbank ja sogar noch eingeblendet oben. Na gut. Und die 1 Stunde 15 Minuten da unten, die bedeutet Ingame-Zeit. Nicht Ingame-Zeit, sondern wirklich Echtzeit. Das ist teilweise echt heftig. Fast 3000. Jetzt haben wir 3000. Ich glaube, das ist auch gut. 8 Uhr. Morgen machen wir die andere Hälfte. Und die Sachen pflanzen wir, glaube ich, direkt wieder an. So. Oh nein, der war falsch. Sorry. Kann ich dich nicht wegkriegen? Nur indem ich Erde weghaue. Na gut. Aber ich will dich hier nicht. Du warst falsch. Gibt immer ein bisschen Lehm. Habe ich nicht die Schaufel? Nee. Oh. Wäre eh gut, wenn wir uns irgendwie das so markieren, nicht? Oh, jetzt habe ich den falschen gepflanzt. Egal. Ja, doch, geht. Ich dachte, da ist dann Ausguck. Das wäre blöd. Okay, hier ist noch. Hier ist noch. Machen wir hier weiter. Na, geht anscheinend nur auf dieser Höhe. Und hier können wir noch ein bisschen erweitern. Okay. Und die 11 können wir auch noch platzieren. Hier. Hier. Dort. Dort. Und da sind sogar schon Bäume. Okay. Hier geht noch hin. Okay, dann machen wir das noch dahin. Achso, das ist ein Baum, der nicht von mir ist hier. Der muss noch weg. Weiche, Satan! Ohohoho. Der kann doch raus.
Okay. Ich glaube, dann sind echt viele Bäume gepflanzt. Ich meine, 3000 Holz ist auch echt viel. So, dann nochmal schnell zurück. Tabletten einpfeifen und dann ab in eine Stadt irgendwas looten. Wir sind eh schon so voll gerade. Und wir haben durch die Tablette so viel Wasser verballert. Das ist auch doof. Aber gut, dass wir auf jeden Fall nochmal schön Federn sammeln können. Und dass hier heute super heiß ist. Ich muss mal den Ventilator ein bisschen runterstellen. Oh Mann. Aber es ist halt keine geile Temperatur. Oh. Wo ist er denn hingesprungen? Das rauscht dann halt immer so. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr vielleicht eine Klimaanlage habe, nicht? Dass man so ein bisschen was so runter machen kann, auch wenn sie teuer ist. Aber es ist schon echt unangenehm. Und nächstes Jahr wird nicht kühler. Und wahrscheinlich wird länger und früher heiß. Von daher sollte man sich das gut überlegen. Okay. Wir wollten nochmal Wasser mitnehmen. Honig kann weg. Warte mal, wir können erstmal es hochsortieren. Die können nicht stacken. Okay. Noch mehr Essen. Kann alles weg. Das kann alles weg. Bis auf so einen kleinen Stapel, nicht? Das nehmen wir immer mit. Okay. Und der Rest kann dann irgendwo platziert werden. Du da rein. Die Federn machen wir mal hier hin. Dann können wir nochmal 40 Pfeile herstellen. Anziehsachen kommen hier rein. Munition kommt auch da rein. Die legendären Teile auch. Und dann nehmen wir nochmal Wasser mit. Zweimal. Und los geht's. 10.18 Uhr, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und in welche Stadt gehen wir? Ich dachte, wir gehen mal nach Süden. Und gucken. Oh, ich wollte die. Ja, ihr habt recht. Ich wollte die Vitaminpillen noch nehmen. Die habe ich fast vergessen. Ihr erinnert mich aber auch noch nicht dran. Frech. So, nee, nicht nehmen. Benutzen. So. Ich wollte ein bisschen nach Süden gehen und gucken, ob da noch eine Stadt kommt. Und dabei Federn sammeln. Das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir auf den Weg Federn sammeln. Oh, Werkzeug war ja kaputt. Ja, ich habe übrigens einen Level 5 Knüppel gemacht, kurz bevor die Aufnahme losging. Den haben wir freigeschaltet. Und ich würde sagen, das ist auch nochmal eine kleine Verbesserung. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicher, auch mit dem Flammending da dran. Steine zum Einschmelzen müssen wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Wir brauchen unbedingt mehr Zement und sowas dann ab sofort. Holz holen wir am nächsten Tag. Nix los. Keine Zombies, keine... Vielleicht ein paar Hühner irgendwo für Federn. Keine Spuren. Och, blöd. Steine müssen wir dann irgendwann, wenn wir besseres Werkzeug haben, eine Pickaxe oder so, aus dem Untergrund holen. Aber da fehlt ja auch noch Kleber und weiß ich nicht, was für Sachen. Oh, Eisen müssen wir auch sammeln. Da, endlich mal ein Nest. Sehr gut.
Endlich mal ein Nest. Wir warten mal kurz, bis er aufgeladen ist, nicht wahr? Klong, 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 klong. Und dann geht's weiter. Da sind noch Gebäude. Die kennen wir schon. Die interessieren mich also nicht. Nix da. Keine Vogelnester. Irgendwie komisch. Hier ein paar. Und da ist die Straße. Das ist schon mal gut. Nicht mal Müll oder sowas lag hier irgendwo rum. Hm. Very interesting. Okay. Jetzt kommen, hier kommen wenigstens immer Zombies. Lass ich mal kurz aufladen. Oh, Hühnchen. Ah, nicht getroffen. So, wo ist das Hühnchen? Hühnchen brauchen wir. Direkt tot. Hinterm Hügel, nicht? Ah, im Hügel drin. Okay. Ich muss mal... Ja, und da geht's nämlich los mit dem Verbrannten, nicht? Na, komm her. So. Ja, jetzt ist das Hühnchen da drin. Ey! Da haben wir nicht gewettet. Vielleicht können wir so ein bisschen an den Rand davon, ohne Schlange. Wo ist sie? Genau vor uns. Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Wo ist Waldo? Da ist er. Ach, verdammt. Jetzt ist er hinterm Hügel. Ah, sehe ich nicht. Ah, das Hühnchen ist in die richtige Richtung gelaufen. Immerhin das. Das ist viel wichtiger. Oh. Wichtige Federn, 40 Stück nochmal. Ödland, Level 2, ah. Oh, da ist ein Hund. Okay, ich bin raus. Also, bei aller Liebe, aber bei Hunden bin ich raus. Ich bin raus, raus. Nicht mit den Sachen, die wir haben. Oh, hier liegt Eisen rum. Das ist nicht schlecht. Noch mehr Hunde. Okay, ist mir zu risky. Vor der Horde-Nacht. Da können wir vielleicht nach der Horde-Nacht rein.
Aber jetzt nicht. Da ist was. Aber das ist auch im Verbrannten. Ja, okay. Hier ist wirklich... Shit. Nicht? Wenn da überall Hunde sind, dann ist das kacke. Dann wollen wir da nicht hin. Noch nicht. Denn sind Berge... Ich verzichte. Ich danke direkt ab. Aber jetzt wissen wir es wenigstens, wo die Straßen hinführen. Dann laufen wir über die andere Straße vielleicht zurück. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Tier, Hühnchen, irgendwas. Ich meine, das Fleisch ist egal, aber Federn wären wichtig. Ah, ein Hase. Hase kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Boah, Schock. Entschuldigen Sie. Ich war gerade beschäftigt. Na, wo bleibt er? Ich höre ihn immer nur kreischen. Den kleinen. Piep, 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 piep. Ich habe ja den Skill, besseren Sachen aus Schrott. Mal gucken, ob das uns irgendwas bringt. Jetzt sehe ich's. Hier ist gut. Noch schwebt da. Na, sage mal. Also manche in diesem Spielstand treffe ich einfach nicht. Das ist nur ein Nest. Die Vögel nerven auf jeden Fall tierisch. Weil sie auch nicht sofort angreifen, nicht? Wenn sie wenigstens angreifen würden, wäre es alles kein Thema. Aber dann denkt man irgendwann nicht mehr dran und dann greifen sie an. Er war ganz dicht. Habe ich sie direkt erwischt? Das wäre doch ein guter Moment, dass er angreift. Ah, da hinten. Normalerweise fliegt er immer so mit. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich ihn los bin. Ja, vom Wegen. Ja. Zack, ja, wenn man gerade denkt so... Ja, gut. Der kommt nicht mehr. Es ist halt nur doof, dass man sich gefühlt von ihnen treffen lassen muss, um ihn loszuwerden. Bei Treffen in der Luft habe ich versucht, kriege ich nicht hin. Ich bin froh, wenn ich die stationären Ziele am Boden treffe. Wo ist er denn? Ja. Ich glaube auch, der wird vom Spiel anders berechnet oder so. Das hat Verschwendung an Pfeilen und Munition.
Und was war da? Da war dieses Gebäude. Oh Mann, der ist aber auch immer im Gimbal, sodass man da gar nicht ranziehen kann, weil das Spiel halt noch auf so einer alten Technologiebasis ist. Dass man nicht einfach über sich gucken kann, sauber. Sorry, wollt ihr nicht stören? Wir können ihren Sonntagsspaziergang direkt fortsetzen. Da ist ein Hühnchen. Hühnchen ist gut. Hühnchen bedeutet Federn. Das treffe ich sofort, nicht? So, und ich würde sagen, ich habe hart überzogen in der Folge. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Bis gleich.